Nächste Folie, Standort. Ich möchte eine Folie erstellen mit einer Karte aus dem Internet und ich möchte einen Pfeil auf den Standort von Hand zeichnen. Also, ich erstelle eine neue Folie. Das geht hier unter Neue Folie. Was nehme ich? Ich nehme zum Beispiel wieder eine Folie mit nur dem Titel. Dann ist aber die Navigation weg. Okay, ich könnte hier die Navigation holen und rüber kopieren. Oder ich mache es nochmals. Ich klicke hier auf die dritte Folie, drücke die Delete-Taste und könnte ja diese Folie, die zweite, kopieren. Ich mache jetzt entweder Rechtsklick kopieren oder Ctrl-C, Ctrl-V und schon habe ich dieselbe Folie nochmals und brauche hier in der dritten Folie nur das Bild zu löschen und natürlich hier das Wort Standort auf Weiß umstellen. Aber das Bio müsste jetzt ja gleich aussehen wie Sorten. Der Cursor steht schon in Sorten. Ich gehe zum Formatpinsel, klicke darauf und übertrage das graue Format auf Bio. Jetzt fehlt nur noch die Karte. Ich gehe also ins Internet und suche mir eine Karte. Ich bin hier bei Google gelandet. Ich wähle hier oben bei diesen neuen Tupfern Maps. Bei Maps tippe ich hier ein Willisau, Enter. Da bin ich gelandet. Ich möchte das nun noch ein bisschen größer, bis da irgendwie auch etwas erkennbar ist, etwa so. Und hier soll dann diese Orangerie zu stehen kommen. Wie kriege ich nun das Bild ins PowerPoint? Sie haben irgendwo auf der Tastatur eine Taste, die heißt Print Screen. Irgendwo im rechten Bereich in der Nähe der Delete-Taste müsste diese Taste sein. Vielleicht heißt sie auch nur Prskr. Die drücke ich nun. Und sofort hat mein PC meinen Bildschirm fotografiert. Ich merke zwar nichts, aber das ganze Bildschirmbild ist jetzt im Zwischenspeicher. Ich wechsle nun zu PowerPoint und füge ein, was im Zwischenspeicher ist, entweder hier oben unter Einfügen oder dann eben, wie das Tastaturkürzel hier sagt, Ctrl-V. Und siehe da, mein ganzer Bildschirm ist nun hier im PowerPoint als Bild erschienen. Natürlich will ich nicht alles, das stört hier oben, auch mein Kopf soll nicht erscheinen. Also Doppelklick auf das Bild zuschneiden. Ich packe hier diesen schwarzen Eckbalken und schneide das ein bisschen kleiner, etwa so, auch dass hier diese kleine Vorschau nicht erscheint. Auch hier der schwarze Balken unten, der soll nicht erscheinen. Auch die Legende hier soll nicht erscheinen. Dieser Ausschnitt scheint mir prima. Ich klicke daneben und jetzt habe ich nur noch diese Karte. Ich schaue wiederum, dass hier der Schatten des blauen Balkens nicht zugedeckt wird. Also stelle hier die Karte nach unten, etwa so. Jetzt hat es hier links oder dann eben hier rechts noch mehr Platz. Wenn ich das Bild nun noch vergrößere, dann ragt es unten aus der Show hinaus. Das mache ich jetzt einmal, aber ich gehe nochmals auf Zuschneiden, denn die Breite hätte mir gepasst. Ich schneide nun unten noch etwas weg. Man kann hier ein bisschen durchsehen. Ja, ich glaube, jetzt sieht das gar nicht schlecht aus. Es füllt meine ganze Seite hier aus und nun möchte ich hier noch etwas reinzeichnen und zwar von Hand. Wie geht das? Ich empfehle Ihnen Folgendes. Gehen Sie in die Show. Wenn Sie sofort zu dieser Folie gehen möchten, drücken Sie die Shift-Taste plus die Funktionstaste F5 und Sie sind sofort in der Show. Jetzt drücken Sie Ctrl-P. Irgendwo auf dem Bildschirm, man sieht hier ganz klein, erscheint nun ein roter Tupfer und jetzt kann ich hier etwas zeichnen. Okay, es wirkt ein bisschen krakelig, ich mache das extra vorsichtig. So.
Und vielleicht noch einen Pfeil, so. Das ist mein Standort. Wenn ich jetzt ans Ende der Show gehe, ich drehe am Mausrad, dann werde ich gefragt, ob ich meine Zeichnung behalten will. Ich sage ja, also beibehalten. Und siehe da, meine Zeichnung ist jetzt ein Objekt, das ich auch irgendwo sonst hinstellen könnte. Ich könnte es auch größer und kleiner machen. Ich könnte es auch kopieren. Ich drücke mal die Ctrl-Taste, zupfe an diesem Element, dann hätte ich eine Kopie davon. Ich könnte es auch spiegeln, indem ich einen Seitennagel nehme und weiter und weiter und weiter fahre auf die andere Seite und so noch einen Pfeil, einen gespiegelten Pfeil hätte und so weiter. Ich drücke nun die Delete-Taste, denn diesen zweiten Pfeil brauche ich gar nicht. Das hier wollte ich, das ist gerade prima. Und wenn Sie Angst haben, dass Sie während der Show zittrig zeichnen würden, dann machen Sie das eben bereits zu Hause und vielleicht noch eine kleine Animation dazu einfliegen, aber natürlich nicht von unten, sondern irgendwie von oben. Perfekt. Jetzt fehlt nur noch der Titel hier oben. Standort in Willisau. Das war's.